Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es die Glossy Box und ja, die habe ich schon ausgepackt und reingeguckt, weil mich das interessiert hatte, was da so drin ist. Ich komme gerade von meiner Weihnachtsfeier. Am Samstag hatte mein Freund seine Weihnachtsfeier, da war ich mit dabei. Da haben wir auch in einem Hotel übernachtet. Und heute war meine Weihnachtsfeier, da waren wir Skifahren in einer Skihalle. Und dann Mittagessen und ja, jetzt ist das 16.44 Uhr und ich dachte, ich drehe mal die zwei Videos, glaube ich, ab oder drei mache ich, weiß es noch nicht. Übrigens habe ich einen Instagram-Account mir gemacht und ihr könnt mir sehr, sehr gerne folgen. Ich schreibe euch meinen Namen hier unten rein und ja, da werdet ihr vieles von mir erfahren. Da werden auch einige Sachen von mir privat gezeigt und ja. Richtig, wir fangen jetzt aber mit der Glossybox an. Da waren auch ein paar Zeitungen mit bei. Einmal Flaconi 25%, dann HelloFresh. Übrigens, diese HelloFresh wollte ich mir mal wirklich mal bestellen. Ich weiß es nicht. Hat das einer mal von euch mal schon mal probiert? Also, das interessiert mich schon ein bisschen, weil da ist ja auch immer sehr tolle Rezepte. Dann habe ich hier von Purelay 15%. Da habe ich auch schon mal bestellt. Also den Schmuck finde ich echt toll, sehr schön. Müsste ich mir mal ein bisschen auch nochmal angucken. Dann habe ich hier von Naked 20% und von Christ. Genau, und so sieht die Box aus. Das ist so eine Marmorbox und das Design finde ich mega toll. Ich hatte in letzter Zeit sehr viele Boxen in diesen verschiedenen tollen Designs. Nicht mehr diese rosane Variante. Und solche Boxen, die so Special-Boxen sind, will ich auch immer eigentlich immer für mich behalten. Aber ich habe so krass viele und ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll. Also ich verstaue auch schon meine Sachen da rein, aber ne, so sieht das aus. Da ist immer ein Prospekt dabei mit so einem Schleifchen. Machen wir auf. Das ist das Prospekt. Das Thema ist Marvelous Winter Beauty Edition. Ja, da gucken wir mal rein. Erster Blick in die Box. Als erstes, was ich hier habe, ist Magic Pony von Parsa Beauty. Und zwar ist das hier sowas. Sowas hat mich noch nie wirklich angesprochen. Und für meine Haare werde ich das auch nicht verwenden. Deshalb wird das in eine Verlosung gehen. Das werde ich auf jeden Fall in meine Verlosungskiste reinlegen. Die Preise werde ich euch auf jeden Fall einblenden. Das wollte ich schon mal sagen. Dann von Luvus Naturkosmetik mit Heilerde eine Maske. Und zwar ist das Zwei-Phasen-Pflege. Einmal eine Clean-Maske und einmal Hydro-Booster. So sieht das aus. Das kenne ich noch gar nicht. Luvus-Masken, da habe ich schon vieles aber von gehört, dass die gut sein sollen. Und zwar diese Clean-Maske, die ist zur intensiven Tiefenreinigung und ideale Vorbereitung für den Booster. Und dann kommt der Booster, da steht drauf, spendet nachweislich intensive Feuchtigkeit mit Langzeiteffekt, polstert Trockenheitsfältchen auf, belebt und erfrischt. Da bin ich wirklich sehr gespannt auf die Maske, die, wie gesagt, hatte ich noch nie von Luvus gehabt. Als nächstes haben wir hier BB Zauberstift Lippenpflege Pretty Pink. Das sieht einmal so aus. Ja, kann man machen. Ich weiß gar nicht. Pretty Pink. Soll ich das mal öffnen und gucken? Kommt. Ich öffne und gucke mal. Und wenn mir das nicht zusagt, dann sortiere ich das aus. Ich wollte demnächst mal so ein Deklatter machen über meine Lippenstifte und Lippenpflegestifte und alles. Wollte ich eh ein bisschen aussortieren. Und da wollte ich euch mitnehmen. Ja, das sieht einmal so aus. Der riecht jetzt nach nichts. Ich hatte mir mal eins gekauft gehabt mit Limonadengeruch. Das war echt nicht so mein Fall. Das hat sich irgendwie ganz cool angehört, aber ich weiß gar nicht, habe ich den in meiner Sammlung jetzt noch? Auf jeden Fall muss ich den auch aussortieren. Der ist hier überhaupt nichts für mich. Ich kriege jetzt auch die blöde Folie hier nicht ab. Naja, ich lasse das jetzt so auf jeden Fall.
tolle Sache. Lippenpflegestifte brauche ich, habe ich auch sehr viel, aber kann ich nicht genug haben. Ich kaufe mir immer wieder welche nach. Und das Beste ist, dann sortiere ich das aus und dann nimmt das meistens meine Mutter, die das auch immer gut gebrauchen kann. Dann als nächstes haben wir von The Ritual of Namaste ein Cleansing Foam. Das hatte ich schon mal gehabt in einer Glossy Box. Bisschen länger her. Das ist dieses zitrische, ja, das wird so zu einem Schaum, milder, seifenfreier, cremiger Reinigungsschaum. Hatte ich schon mal in einer Box gehabt, also der Geruch gefällt mir nicht so mit diesem zitrisch Gedönsteil, also ist nicht so mein Duft. Deshalb wird das auch in einer Verlosung demnächst landen. Dann haben wir hier von Mina oder 3ina der Pen Eyeliner. Der sieht einmal so aus und der hat hier so eine Spitze. Riechen tut er auch nicht. Also ich verwende sehr, sehr selten Eyeliner und deshalb weiß ich noch nicht, ob ich den behalten werde. Also deshalb werde ich den jetzt nicht benutzen fürs Erste. Dann habe ich von Love Me Green ein Face Peeling ist das. Und zwar Gesichtspeeling mit Orangenöl und Argansamenpuder. Sowas hatte ich auch letztens in der Box gehabt mit Orangenblüten irgendwas. Und das war richtig gut. Also ich habe das wirklich gefeiert. Und ich rieche mal hier dran. Ich liebe Face Peelings. Ich benutze das sehr, sehr gerne. Und das sieht man. Ja, das riecht nach Orange. Und man sieht, dass es so kleine Peelingkörner hat. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Aber finde ich sehr, sehr gut. Werde ich auf jeden Fall verwenden. So, und als letztes haben wir, das ist hier so in so einer Folie eingepackt, eine Palette. Und zwar Ultimate Glow Getter Cheek Trio. Das sieht einmal so aus. Das hatte ich als Sneak Peek gesehen gehabt. Das kam mir als E-Mail. Und da habe ich mich drüber gefreut. Das hat einen Spiegel. Und die Farben sehen so aus. Das ist einmal ein Blush, ein Highlighter und ein Contour. Der Highlighter ist wirklich schön. Ja. Und der Blush gefällt mir auch. Super tolle Farben. Ich freue mich auf jeden Fall, die Palette zu verwenden. Und ja, wie gesagt, 2, 3 Sachen oder so werde ich in einer Verlosung verlosen. Und das war's, ja. Die Box ist jetzt leer. Aber die Box ist wirklich mega schön. Diese Marmor-Design. Mal sehen, ob ich das für mich behalte. Ich mag das auch gerne, hier so Boxen was zu verschenken oder zu verschicken. Und deshalb... Ja, ne? Ich wünsche euch einen schönen Tag. Fühlt euch von mir gedrückt. Und wie gesagt, mein Instagram-Name schreibe ich euch hier unten. Folgt mir sehr, sehr gerne. Da werdet ihr mehr Infos von mir erfahren. Und ja, ich werde ab und zu mal so tagsüber auch ein paar Videos von mir hochladen. Also von meinem Alltag und so. Wenn es einen interessiert, dann sehr gerne. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir sehr gerne einen Daumen nach oben. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!